Hallo, der Monat Mai ist mal wieder vorbei und deswegen stellen wir euch wie nach jedem Monat unsere drei besten Spiele, die wir in dem Monat vorgestellt haben. Ja, wir fangen auch gleich an und zwar geht unser Platz 3 an Score, Classic Goals. Das Spiel ist leider nur im Hochformat spielbar. Hat auch eine Game Center Anbindung. So, jetzt sehen wir hier erstmal 1, 2, 3, 4 Kapitel 1980er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre und 2010er Jahre. Und da, also in dem Spiel geht es darum, dass man schöne klassische Tore aus den jeweiligen Jahrzehnten nachstellt. Zuerst hat man hier den Amateurmodus in einem Kapitel. Wenn man den Amateur durchgespielt hat, schaltet man das Amateur von 2000 frei. Wenn man das der Amateur durchgespielt hat, schaltet man das Amateur von da frei. Und dann schaltet man das Amateur von da frei. Wenn man da das Amateur freigeschalten hat und da durchgespielt hat, schaltet man das Profi von da durch. Und wenn man das Profi von da, dann schaltet man es da frei und so weiter. Wie ihr seht, haben wir das jetzt schon durchgespielt. Wir haben jetzt schon Bonus durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in Einführungslevel. Ja, Deutschland gegen Ghana. Dann sieht man jetzt hier, wann das Spiel stattgefunden hat und was es war und so weiter. Also, es war eben das Gruppenspiel. Deutschland gegen Ghana, wo Özil das Tor geschossen hat. Namen hat man keine, weil da haben sie die Lizenzen nicht dazu. So, jetzt sieht man hier erstmal den Fall, zu wem man spielen soll. Und da hier so eine gelbe Linie ist, das stellt die Lauflinie von dem Spieler dar. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch ein Linienzeichnen so passen, dass er den in Lauf kriegt. Dann kriegt er immer eine Bewertung und zwar gibt es hervorragend, gut und okay. Und aus den hervor, also je nachdem wie viele hervorragende ihr habt und so, daraus ergibt sich dann halt die Bewertung, die Sternebewertung, die er dann am Schluss bekommt. So, wenn man jetzt nicht mehr weiß, wo man hinschießen muss, guckt man hier. Muss jetzt hier hinschießen. Das ist leider nicht. Das war jetzt nur gut. Gehen wir kurz in ein anderes Level. Das war jetzt halt okay und dann kriegen wir einen Stern. So, was sich dann verändert bei Profi ist, dass man auch die Stärke bestimmen muss. Zwar je nachdem, wie schnell man wischt, umso schneller wird es halt, der Schuss, umso stärker. Und bei Bonus kommt noch dazu, zu dem Stärke bestimmen, kommt dann noch dazu, dass man hier, ihr seht, man sieht nicht, wo man hinschießen muss. Also nicht ganz, die Linie ist nicht fertig gezeichnet. Ja. Ja, und das war's auch jetzt vom Platz 3. Dann kommen wir jetzt zum Platz. Ja, also wir finden das Spiel richtig gut. Hat uns sehr Spaß gemacht, das durchzuspielen. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert, dann schaut euch einfach das Review an. Link wird jetzt hier oben eingeblendet und ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Dann kommen wir jetzt zu Platz 2 und zwar Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Ja, jetzt starten wir es mal. Wie ihr seht, hat das Spiel Game Center Anbindung. Ja. So, dann sind wir jetzt hier im Hauptmenü, was da schon steht. Dann können wir jetzt eben weiter drücken, neue Spiel, Optionen und mehr von Warner Bros. Zum Beispiel Spiele von Jahre 1 bis 4 kaufen. Das ist eben der erste Teil von Lego Harry
machen jetzt eben einfach mal weiter. Wir haben hier verschiedene Spielstände, insgesamt können wir 3 besetzen. Sieht man da, wie lange man gespielt hat und da, wie viel Prozent man durchgespielt hat. Dann ist hier jetzt der Ladebildschirm. Ja, es ist jetzt schon ziemlich aufwendig. Man muss ziemlich viel laden. So, jetzt sind wir hier eben das Männchen, also das Lego-Männchen, den Harry Potter eben. Zwar haben wir hier dann das Steuerkreuz. Damit können wir dann eben laufen und damit springen. Und hier, wenn wir hier drauf drücken, können wir noch die Person wechseln. Da hat man dann eben später noch andere, zum Beispiel der Ron oder wie die anderen heißen, das weiß ich jetzt eben nicht auswendig. Dann haben wir hier noch die Aktionstaste und hier die Zaubertaste. Da kann man hier eben auch verschiedene Zauberstäbe, verschiedene Sachen machen. Wir haben jetzt eben die Aktionstaste. Und dann bekommen wir hier noch Münzen, die hier oben angezeigt wird. Und eben noch die Lebensanzeige. Dann können wir jetzt hier eben in ein Level laufen. Gucken, ist noch nicht freigeschaltet. Jetzt müssen wir. Der Orden des Phönix müssen wir jetzt hingehen. Ist eben der Halbblutprinz, das habe ich eben noch nicht freigeschaltet. Gucken, wo das ist, links. Sollte das sein, hier unten nach oben. Man kann dann eben auch im Shop seinen eigenen Charakter erstellen und auch sich verschiedene Sachen kaufen. Hier haben wir dann auch verschiedene Kapitel. Jetzt einfach mal in Kapitel 2. Kapiteln haben wir noch verschiedene Level. Einen kleinen Film und hier haben wir jetzt eben steht dann auch immer dran, was wir machen müssen. Muss ich hier da eben alle, ja, dann kann man eben auch noch goldene Steine finden in den Leveln, die sind dann eben versteckt. Da braucht man manchmal auch gewisse Charaktere dazu, die man später freischaltet. Muss man eben das Level wiederholen, kann man sich die eben holen. Hier jetzt auf den Zauberteil drauf bleiben, können wir hier das auch noch anvisieren. Und dann mache ich das jetzt da einfach auch mal. Ja, also das Spiel ist halt die mobile Version von vom Computerspiel. Ja, ja, und das ist ein sehr interessantes Spiel. Ja. Weil es auch grafisch sehr schön gemacht wurde. Ja, wenn ihr euch interessiert, schaut euch das Review an. Link wird jetzt hier oben eingeblendet und ist auch in der Videobeschreibung. Ja, dann kommen wir wohl zum Spiel des Monats, zum dritten Teil von Nova. Das ist unser Platz 1. Sind wir jetzt hier auch im Hauptmenü, können wir jetzt eben Kampagne auswählen, die umfasst 10 Missionen. Dann können wir noch mehr Spieler über lokal, Wi-Fi oder online, über Game Loft Live, da muss man sich dann eben anmelden. Hier kommt man auch noch zu seinem Game Loft Live Profil, wo man dann eben immer die neuesten Nachrichten, ich meine hier die neuesten Nachrichten sieht und zwar und man kann dann auch da noch Freunde hinzufügen, mit denen man dann auch schreiben, die zu spielen einlädt. Gehen jetzt mal in die Kampagne. Da haben wir dann jetzt hier eben die verschiedenen Level. Jetzt sind wir in das Level Heimkehr. Da haben wir da auch immer einen kleinen Text. Steht auch dran, was für ein Ort, bevor man das Level startet, man da auch Russisch. Jetzt eben auf der Erde. So,
Ja, bei der Steuerkreuz kann man eben laufen, das kann man hier eben überall auf der linken Hälfte des Bildschirms platzieren. Kann man hier seine Waffe, wenn man drüber streicht, eben wechseln, wenn man drauf drückt, kann man eben nachladen. So, und da seht ihr auch immer, wo ihr hinlaufen müsst. Ja, und dann kann man hier noch springen. Bin hier aus Versehen gegen was gelaufen. Hier nochmal schnell nach. Und da haben wir eben die anderen Nova-Einheiten. Wir haben jetzt eben auch schon die Gegner, dann müssen wir durch dieses Symbol schießen. Hier können wir noch ranzoomen. Jetzt haben wir hier eben so eine Waffe mit Rotpunktvisier. Gucken wir mal. Wenn die einen treffen, wird eben der Bildschirm rot. Und wenn der ganz rot ist, ist man eben dann tot. Kann nur einen Versuch starten oder ins Hauptmenü gehen. Und das Spiel hat echt eine wunderschöne Grafik, wie es eigentlich bei allen Gameloft-Spielen so ist, dass die eine gute Grafik haben. Ist jetzt noch einer. Mehrere. Gibt es eben auch verschiedene Waffen. So, jetzt seht ihr, jetzt wird der Bildschirm auch schon roter. So. Oh, ist gerade gar nicht gesehen. Nur nochmal einen neuen Versuch. Da oben haben wir dann eben noch Granaten, andere Gegenstände. So, jetzt soll man eine Granate werfen. Und da oben sieht man dann auch seine Lebensanzeige, der Balken. Nochmal schießen. Ja, dann kommen später auch andere Gegner, die dann zum Beispiel auch fliegen können oder unsichtbar werden. Ich vergesse immer, dass da noch welche sind. Mal lieber zu meinen Kollegen. Zu Nova 3 haben wir drei Videos gemacht. Zum einen haben wir ein Review gemacht. Schaut euch das an, Link wird jetzt hier oben eingeblendet und ist auch in der Videobeschreibung. Dann haben wir noch ein Gameplay zum Online-Modus gemacht. Da zeigen wir euch alle Spielmodi und erklären euch, was man da machen muss und spielen halt eben auch. Link wird jetzt hier auch oben eingeblendet und ist auch in der Videobeschreibung zu finden. Und als drittes Video haben wir noch ein Video gemacht, da wir viele Anfragen bekommen haben, ob Nova 3, auf welchem no Gerät Nova 3 läuft, weil das eben so eine gute Grafik hat. Ja, und da in dem Video zeigen wir euch da halt, auf welchen Geräten das Spiel läuft. Ja, schaut euch das auch an, Link ist auch in der Videobeschreibung und auch oben eingeblendet. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.